Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In China wurde vor kurzem die Xiaomi 12S Serie vorgestellt, vor allem mit dem heiß erwarteten Ultra-Modell. Jetzt hier in Deutschland kam das Xiaomi 12 Lite auf den Markt. Ab dem 15.07. könnt ihr das Lite-Modell der 12er Serie erwerben. Das 11er Modell war damals sehr, sehr beliebt. Ich hoffe doch, dass das 12er Modell da mithalten kann. Wir schauen uns heute mal im Unboxing und Ersteindruck das Gerät an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, und auch hier würde ich wieder sagen, eine typische Xiaomi-Verpackung. Hier die große 12, das Mi-Logo, Xiaomi 12 Lite, damit wir auch wissen, mit was wir es zu tun haben. 5G, also ein weiteres Xiaomi 12 Modell hier. Es gibt ja schon das Xiaomi 12, 12X, 12 Pro und jetzt das Lite. Alle warten ja auf das Ultra. Das kommt dann jetzt sehr wahrscheinlich irgendwann auch als 12S Ultra dann zu uns hier in Deutschland auf den Markt. Warten wir es ab. Ja, wir machen gar nicht lange rum. Wir ziehen die Verpackung direkt auf. Ich helfe noch ein bisschen nach. Das legen wir wie immer hier oben hin. Und es empfängt uns, hier steht Xiaomi drauf, ein Papiertray. Designed by Xiaomi auf der Rückseite. Wir haben hier ein SIM-Eject-Tool. Legen wir auf Seite, da schauen wir natürlich in den SIM-Schacht herein. Dann im Lieferumfang enthalten natürlich hier Quick-Start-Guide, Warranty-Card und so weiter, Safety-Information. Eine Hülle, Silikon-Schutzhülle, durchsichtig, nichts Besonderes, aber immer gut, wenn sowas dabei ist. Das Gerät oben auf, wir ziehen es schon mal raus. Vielen Dank übrigens an Xiaomi Deutschland für die Leihgabe des Testgeräts hier. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Im weiteren Lieferumfang haben wir ein USB-C auf USB-A Lade- und Datenkabel orange abgesetzt hier. Bedeutet 67 Watt Netzteil. Ihr könnt es schon lesen hier. 67 Watt nochmal unter der Verpackung drunter. Hier oben USB-A. Ja, damit könnt ihr den verbauten Akku, der 4300 mAh stark ist, hier in dem Xiaomi 12 Lite, nicht ganz so groß, aber es ist natürlich auch wie der Vorgänger relativ dünn, aber dazu kommen wir gleich. Also den Akku könnt ihr damit sehr schnell aufladen. 67 Watt hat sich so in der Mittelklasse bei Xiaomi, Poco, Redmi, ja so eingebürgert und es ist auch gut so. 67 Watt, das ist schon ordentlich schnell. Ja, das war's, was hier in der Verpackung drin ist. Wir machen jetzt hier mit dem Gerät gleich weiter. Hier stehen natürlich noch mal ganz tolle Sachen drauf, wie leicht es ist, welche Kamera dabei ist und so weiter. Aber ihr kennt mich, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ihr kennt mich, ich werde hier jetzt eins nach dem anderen durchgehen bei diesem Gerät. Und jetzt packen wir es erstmal aus und schauen uns die Farbe an. Wir haben hier die ganz normale schwarze Farbe oder halt auch Black genannt. Es gibt noch zwei weitere Farben, von denen hätte ich doch lieber eins gehabt. Entweder gibt es noch Light Green oder Light Pink. Am liebsten natürlich das Grün hätte ich gern gehabt. Aber gut, hier auf der Rückseite Glas, der Kamerabump, zu dem kommen wir im Laufe des Videos. Dann haben wir hier einen Kunststoffrahmen, der aber matt gehalten ist und deswegen gar nicht so schlimm aussieht oder so schlecht aussieht. Er fühlt sich auch unten drunter sehr satt an. Also ich vermute mal, Metall wird hier unten drunter sein. Auf einer schönen, gut erreichbaren Höhe ist hier der Powerbutton. Oben drüber die Lauter- und Leiser-Wippe. Das ist auch noch sehr gut zu erreichen, weil das Gerät einfach nicht so groß ist. Wir machen oben weiter ein erstes Mikrofon. Einer von zwei Lautsprechern, hier noch ein Infrarotblaster, wirklich toll, dass Xiaomi das immer noch macht und es nutzen sehr, sehr viele den Infrarotblaster, zum Beispiel ja ihr TV oder Receiver, ihr SAT-Receiver zu steuern oder andere Sachen. Auf der linken Seite haben wir gar nichts, unten dann den SIM-Schacht, da pieksten wir natürlich rein und ich hoffe doch, neben zweimal SIM kann man zumindest einmal eine Micro-SD-Karte verbauen. Wir haben hier einmal SIM und dann haben wir hier, ja nein, es ist zweimal SIM-Karte, also wirklich sehr schade. Sie sind beide nach meiner Information 5G-fähig, aber leider keine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Das ist schon mal so ein Punkt für den, ja, für den Mittelklasse-Bereich, wo ich sage, da haben andere Hersteller doch die Möglichkeit, den internen Speicher, der übrigens hier 128 GB, die einzige Version, die es gibt, 128 GB misst. Also da wird es doch langsam eng, würde ich sagen. Deswegen hätte ich mir einen Speicherplatz für eine SD-Karte gewünscht, aber so soll es halt nicht sein. Ein weiteres Mikrofon
USB-C hier zum Laden und zum Datenübertragen und der zweite Lautsprecher, Dual-Stereo-Lautsprecher, nennt ja Xiaomi das. Sie sind Dolby Atmos fähig. Ja, ich sag mal, sie hören sich bestimmt gut an, aber das war's dann auch. Ja, die Maße, da sind wir bei 73,7 mm auf 169,3 mm und wirklich sehr schön dünn, 7,3 mm dünn. 173 Gramm schwer, also leicht besser gesagt. Xiaomi spricht ja als Federgewicht hier, 173 Gramm und wie gesagt sehr schön dünn und der Vorgänger, wie gesagt, hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir waren auf der Front und hier kommt dann das Display, aber ich schalte es erstmal ein, richte das Gerät mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier seht ihr den Lockscreen. Ich habe das Gerät jetzt doch schon komplett eingerichtet mit Fingerabdrucksensor. Hier, wir können es mal entsperren. Ihr seht meine ganzen Apps, die ich schon installiert habe. Ich habe es schon mal einen halben Tag genutzt und mir schon mal so ein kleines Bild darüber dann geschaffen, was das Gerät so ein bisschen kann. Aber eins nach dem anderen, wir waren bei dem Display. Und hier haben wir ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display. Ihr seht es, richtig schön dünne Displayränder. Ich mache mal was Helles an. Ihr seht also wirklich schön dünn. Auch das Kinn, das hat mittlerweile jetzt bei Xiaomi auch in der Mittelklasse Einzug gehalten. Das Gerät bekommt ihr übrigens, wie gesagt, ab dem 15. Juli. Also jetzt demnächst oder halt schon, je nachdem, wann ihr das Video schaut, für 449 Euro UVP für die 8 GB RAM-Version und 128 GB interner Speicher. Da schaut mal, da wird Xiaomi sehr wahrscheinlich auch nochmal so Early-Bird-Preise oder irgendwas machen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, zu wie viel Euro das Gerät dann am ersten und zweiten Tag so verkauft wird. Ja, ihr seht, wie gesagt, die dünnen Displayränder. Wir waren bei dem Display Full HD Plus Auflösung 1080 x 2400 Pixel bei 402 ppi. Wirklich ein sehr, sehr schönes Display. Wirklich Stabilität von den Blickwinkeln super. Gefällt mir wirklich sehr gut. 120 Hertz Bildwiederholungsrate. Hier könnt ihr leider nur entscheiden, 60 oder 120 Hertz. 240 Hertz Abtastrate. Da wäre auch mehr möglich gewesen. Das ist wirklich so ein bisschen schade. Dann haben wir HDR 10 Plus Zertifizierung, Dolby Vision, wir haben einen Sonnenlichtmodus in der Version 3.0, nennt Xiaomi dies. Wir haben auf der Front Gorilla Glass 5 als Schutz, 20:9 das Displayformat und hier oben eine, ja, doch relativ kleine Punchhole mit einer Frontkamera. Hier versteckt dann Xiaomi eine 32 Megapixel Samsung GD2 Sensor. Darauf haben sie schon einen Fokus gelegt. Es ist so ein bisschen ein Selfie-Smartphone soll es sein. Der GD2-Sensor ist wirklich ein sehr, sehr guter Sensor. Ihr könnt natürlich über die Frontkamera per Gesichtserkennung das Gerät entsperren. Autofokus hat die Frontkamera, der Frontsensor auch und eine Blende von f2.45. Das hätte ich beinahe noch vergessen. Also gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, ich kann euch schon ein paar Fotos einblenden. Und dann machen wir natürlich auf der Rückseite weiter bei den anderen Kamerasensoren. Und hier prangt schon der Schriftzug 108 Megapixel. Und das kann eigentlich fast nur der Samsung HM2 sein. So ist es halt hier in dem 12 Lite. 108 Megapixel Samsung HM2 mit einer Blende von f1.79. Optisch bildstabilisiert als so ein kleines Highlight. Der zweite Sensor ist dann ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel mit einer Blende von f2.4. Dritter Sensor vergessen wir, 2 Megapixel Makro f2.4 und fertig. Darüber machen wir weiter, was die Hauptkamera so kann. 4K 30 FPS Ultra Stable Video Mode, dann aber leider nur in Full HD 30 FPS. Aber ja gut, ich sag mal, das können selbst die High-End Smartphones noch nicht. Optisch bildstabilisiert, wie gesagt, der Hauptsensor. Wir haben eine elektronische Bildstabilisierung auf dem Ultraweitwinkelsensor. HDR, wir haben zweifach Digital Zoom, aber halt digital. Es geht noch, man kann es anschauen, aber natürlich gibt es da wesentlich Besseres. Ihr habt die Möglichkeit, Dual-Videos darzustellen, also die Frontkamera und die Rückkamera zeitgleich zu nutzen. Ein Nachtmodus ist auch integriert und ein 108 Megapixel Modus. Dann werden aber eure Fotos wirklich in ganz schön groß abgespeichert. Da braucht ihr dann viel Platz. Ja, das soweit zu der Kamera. Kommen wir wieder eher zu der Software. Wir entsperren das Gerät. Ihr seht, es geht relativ schnell. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr seht, wie gesagt, meine ganzen Apps, Google Apps und so weiter. Das ist klar, das ist alles drauf. Hier MIUI 13 mit Grundgerüst Android 12. Und das war mir sehr wichtig, dass hier
Android 12 drauf ist und nicht wie bei anderen Herstellern in der Mittelklasse eher noch auf Android 11 gesetzt wird, finde ich wirklich ganz gut. Der Sicherheitspatch ist von Mai diesen Jahres und das ist auch noch okay. Ich sag mal, klar, könnte er neuer sein, aber vielleicht legt ja Xiaomi direkt am Verkaufstag mit einem Patch dann nochmal nach. Ja, gepowert wird das Gerät und das fand ich dann doch wirklich ein bisschen schade, aber Xiaomi war halt in der Zwickmühle. Ich erkläre euch warum. Erstmal, was hier verbaut ist. Es ist der Snapdragon 778G, es ist der Octa-Core mit 2,4 GHz, Adreno 642L Grafikeinheit und dann, wie angesprochen, 6 oder 8 GB LPDDR4X RAM und 128 GB UFS 2.2 interner Speicher. AnTuTu Benchmark-Punkte soll das Ganze ergeben von 521.139 Punkte. Es ist ein, ja, ganz guter Wert. Wir kennen den Chipsatz natürlich aus dem letzten Jahr. Anfang letzten Jahres war der in gefühlt jedem Oberklasse-Mittelklasse-Gerät verbaut. Ist auch ein sehr guter natürlich, aber ich hätte mir hier ein etwas, ja, ich sag mal, performanteren Chipsatz gewünscht. Klar, das Problem im 12X ist der Snapdragon 870 verbaut, den hätte ich mir gern hier gewünscht. Oder halt ein ja vergleichbarer Chipsatz von MediaTek, vielleicht den 8100 oder so. Aber der 778, man merkt schon, bei der Nutzung des Gerätes, es ruckelt doch alsmal bei den Öffnen von den Apps und so weiter. Es ruckelt hier, Twitter ist natürlich hier ganz ein gutes Beispiel. Ihr seht, es zuckelt und ruckelt und so. Also auch beim Schließen, die Animationen ist mir aufgefallen. Manchmal bei Facebook zum Beispiel oder halt bei Gmail ruckelt das Ganze doch dann schon ein bisschen. Das ist sehr, sehr schade, weil sonst ist das Gerät wirklich, finde ich, sehr gut. Aber zum Fazit komme ich natürlich noch. Da will ich noch mehr drüber sagen. Aber schade, schade, da hat Xiaomi sich mit dem 12X so ein kleines eigenes Bein gestellt. Also da muss man mal schauen. Im eigenen Lager gibt es auch starke Konkurrenz für den Preisbereich. Zum Beispiel natürlich das Poco F4, das ich hier habe. Dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Findet ihr bei mir auf dem Kanal. Und wenn ihr das sehen wollt, guckt doch unten mal in der Videobeschreibung nach. Und wenn ihr da seid, dann abonniert doch gleich noch meinen Kanal. Oder halt auch noch das Poco X4 GT, auch ungefähr gleicher Preisbereich und auch dieses ist zumindest von der Performance her viel, viel besser als jetzt hier das 12 Lite. Kameratechnisch sind beide anderen Geräte natürlich etwas schwächer. Hier der 108 Megapixel echt super und hier bei dem X4 GT ist auch noch ein etwas schlechteres Display, also IPS verbaut, da hier das AMOLED ist wirklich ein sehr, sehr schönes Display, was hier im 12 Lite verbaut ist. Machen wir weiter. LPDDR4X RAM, da hätte ich gerne auch was anderes gesehen. Aber zumindest beim internen Speicher UFS 3.1 wäre hier schon wirklich echt gut gewesen. Schade, schade, da hat, wie gesagt, Xiaomi so ein bisschen die Chance verpasst, einen kleinen Hit zu bringen oder ein kleines Ausweichmodell zu bringen zu dem Poco F4 zum Beispiel mit einer besseren Kamera. Konnektivität haben wir hier 5G, wir haben LTE, WLAN 2,4 und 5 GHz, auch der neueste Standard Wi-Fi 6, also hier macht Xiaomi alles rein, was geht. Bluetooth 5.2, NFC ist auch noch dabei für das mobile Bezahlen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Beim Akku muss man mal schauen, 4300 mAh, wie angesprochen, ist doch schon relativ klein, aber es ist natürlich auch sehr, sehr dünn, ist ganz klar. 67 Watt Laden, wirklich super, kein Wireless und so Scherze, das ist aber auch ganz klar, für den Preisbereich wäre das übertrieben. Ja, jetzt so mein kleines Fazit, auch nach einem halben Tag Nutzen. Die Kamera macht echt Spaß, obwohl sie natürlich auch an ihre Grenzen kommt, gerade der Ultraweitwinkel. Makro, wie gesagt, sprechen wir nicht drüber. Nachtmodus ist wirklich auch noch so, ja, man kann die Bilder anschauen, aber es gibt natürlich auch schon in dem Preisbereich doch etwas Besseres. 4K 30 FPS Videos, wirklich super. Mit einer optischen Bildstabilisierung ist der Hauptsensor ja auch ausgestattet, gefällt mir auch sehr gut. Und ja, die Software, ja, den muss man mögen oder halt nicht. Wo ich halt total begeistert bin, ist das Display. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Schöne, dünne Displayränder, AMOLED, satte Farben und so weiter. HDR 10 Plus zertifiziert, 120 Hertz, eigentlich top. Das passt für den Preisbereich. Aber wie gesagt, negativ eher der verbaute Chipsatz. Der könnte Probleme machen. Jetzt würde er sehr wahrscheinlich noch für viele ausreichen, aber ich schätze, ab dem nächsten Jahr wird es dann doch hier doch starke Performance-Einbrüche bei Apps und Spielen dann doch zu kommen. Ja, wirklich schade, aber
es ist kein schlechtes Gerät, wenn der Preis noch ein bisschen fällt und vielleicht Early Bird Angebote auch noch hier reinrasseln von Xiaomi, schaut da wie gesagt gerne mal unten vorbei in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch das Gerät natürlich und jetzt soll es das gewesen sein für das Video über das Xiaomi 12 Lite und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!